So, wollen wir mal gucken, was es für Call of Duty Neuigkeiten heute gibt. Charlie Intel. Ach krass, Marketplace Update. Oh, cool, gibt's wieder neue Sachen. Boah, hoffentlich irgendwie mal so wie bei Modern Warfare eine Gratis-Map oder irgendwie so eine klassische Waffe. Das wäre schon eine geile Sache, ey. Gucken, was sie haben. Ach krass, die schießt Nägel. Boah, richtig nice. Voll geil. Ist ja viel besser als irgendwie klassische Waffen. Yo, was ist das? Hammer krass. Endlich das, was die Fans gewollt haben. Laserdiscs. Boah, das ist wie Tron. Boah, oh mein Gott. Eine Hand von der Puppe. Richtig, da kann man doch klatschen. Boah, das muss ich haben. Boah, wie sieht der denn aus? Der rennt ja geil. Boah, eine Kettensäge. Fett, 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 fett. Boah, das brauche ich, das brauche ich. Boah, ich weiß genau, wo mein Monatsgehalt reinfließt. DLC Supply Drops, Baby. Yeah. Boah, Leute, mal ganz im Ernst. Ein bisschen Real Talk. Ey, what the fuck, Treyarch? Was denken die sich eigentlich? Das ist krass, ey. Wie die Spiele normalerweise anfangen, sieht's ja schon. Es ist schon alles futuristisch, aber es hat irgendwie noch so einen realistischen Kern. Aber dann irgendwie nach dem 800. DLC, der rausgehauen wird. Wie sieht das Spiel jetzt aus? Das ist der reinste Zirkus. Das ist einfach nur noch Theater. Wenn man sich das anguckt, Leute, ey, das ist doch kein Kriegsshooter mehr. Verglichen irgendwie noch mit Modern Warfare oder so. Klar, Black Ops Serie sieht eh schon ein bisschen anders aus. Ist nicht ganz so ernst vom Setting her und von der Atmosphäre, aber nee, mir fehlen da echt die Worte. Ey, das sind Laserdiscs, die an der Wand reflektieren und Kettensägen, die man in Händen hält und Hände von Puppen, ey. Ey, es ist so krank und das ist Call of Duty. Und ja, das Bittere ist halt, am Anfang sieht man das oft nicht. Da fängt das Spiel echt noch ganz normal an und deshalb habe ich auch mit Infinite Warfare so ein bisschen meine Bedenken. Sieht momentan ja noch halbwegs realistisch und seriös aus, aber wer weiß, wie sich das dann so im Laufe des Jahres entwickelt. Ich habe da echt nicht mal so viel Vertrauen in Activision eigentlich, weil die ja diejenigen sind, die sowas pushen und die Richtung ist, die eben einschlagen, solange das Geld bringt. Und alles andere ist scheißegal. Ey, Leute, Leute, Leute. Könnt mir mal in den Kommentaren sagen, ob ihr sowas feiert, aber ich persönlich, ich kann damit absolut nichts mehr anfangen und ich hoffe, dass Black Ops jetzt das letzte Spiel ist, wo so krasse Sachen rausgehauen werden. Mal abwarten. Jo, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschö.